Für das siebente Rennen, die AROC Austrian Championship 2018, das Einsatzrennen als großer Preis der österreichischen Lotterien gelaufen. Alle 8 Teilnehmer sind hier am Ablauf versammelt. Mit Toto 16 für 10 geht die 8 ins Rennen. Seifenstein mit Erich Kubes. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Von außen kommend versucht Bornelon das Kommando zu übernehmen, aber diese Attacke um die Führung geht Wotan Kase mit. Während Seifenstein ein Fehler unterlaufen ist und ein zweites Mal nachspringt. Bornelon drückt bei Wotan Kase mächtig aufs Tempo und übernimmt jetzt ausgangs des Stallbogens endgültig das Kommando. Hinter diesen beiden führenden Superhole an dritter Stelle, gefolgt von Mentor Venus. Dann Milo Mo zu sehen vor Raphael Venus und den Abschluss bilden Happy Smack und Seifenstein, der es nochmals probiert. Bornelon vor Wotan Kase, so lautet die Reihenfolge nach Absolvierung der ersten Gegenseite. Superhole kommt in dieser Phase des Rennens etwas näher, ist dritte vor Mentor Venus, dann sieht man Milo Mo, Raphael Venus, gefolgt von Happy Smack und Seifenstein, alle 8 in der ersten Spur gehalten, nach Absolvierung der ersten 800 Meter. Es führt Bornelon mit gut 2 Längen auf Wotan Kase, mit gleichem Abstand dahinter Superhole an dritter Position. Vierter ist Mentor Venus, gefolgt von Milo Mo, dahinter Raphael Venus sowie Happy Smack und Seifenstein. Die zweite Spur, angeführt von Milo Mo, verbessert sich vor den Tribünen, hat aber noch immer einige Längen Rückstand auf Bornelon. Bornelon führt bei Erreichen des Ebrechtsdorfer Stallbogens. 2 Längen dahinter lauert Wotan Kase, dahinter Milo Mo und Superhole, gefolgt von Mentor Venus, Raphael Venus sowie Happy Smack und Seifenstein. Die Angelegenheit in dieser Phase des Rennens war nicht allzu flott, aber Bornelon wird wohl nochmals Gas geben, wenn es auf die letzte Gegenseite geht. Und die ist nun erreicht. Bornelon in Front, außen Milo Mo in zweiter Spur, vor Wotan Kase, dahinter Raphael Venus, der lauert an vierter Position, vor Superhole, Happy Smack, Seifenstein und Mentor Venus. Es geht in Kürze in den Schlussbogen ein. Mit Bornelon und einer Führung von einer Länge auf Milo Mo. Bornelon, Milo Mo, dahinter Wotan Kase mit Raphael Venus, gefolgt von Happy Smack sowie Superhole, Seifenstein und den Abschluss bildet nun Mentor Venus. Die Einlaufgerade ist in Kürze erreicht. Bornelon ist voraus. Bornelon vor Wotan Kase, Milo Mo und Raphael Venus. Bornelon versucht sich nochmals zu lösen. Bornelon vor Milo Mo innen, Wotan Kase ganz außen, probiert's Happy Smack. Aber Bornelon gewinnt fast Startziel und dies überlegen. Dahinter harter Kampf um die Plätze. Wotan Kase bleibt zweiter vor Milo Mo, Raphael Venus und Happy Smack.